Viele Menschen sind fasziniert vom Tauchen und planen ihren Urlaub an den schönsten Plätzen der Welt. Wir zeigen dir, wie du deine Tauchferien am besten vorbereitest und was es zu beachten gibt. Hast du noch kein Brevet? Dann besuch einen Kurs in der Schweiz, damit du deine Tauchferien entspannt genießen kannst. Mache einen Auffrischungskurs, wenn du mehrere Monate nicht mehr tauchen warst. Lass dich zudem vor der Abreise von einem Tauchmediziner untersuchen. Kontrolliere deine Tauchausrüstung vor der Abreise. So hast du noch genügend Zeit, das Material in einem Shop revidieren zu lassen. Mit den Checklisten für die Tauchausrüstung und die Medikamente vergisst du nichts Wichtiges zu Hause. Denk auch an die Versicherungen. Packe ein Werkzeugset und Ersatzteile ein. Vergiss auf keinen Fall deine Signalboje. Möchtest du die Ausrüstung am Ferienort mieten? Dann wähle eine Tauchbasis mit gut gepflegtem Material. Lass dir am ersten Tag die Tauchbasis und die Boote zeigen und den Ablauf der Tauchtage erklären. Höre beim Briefing gut zu und stelle Fragen, wenn dir etwas nicht klar ist. Von einem wunderschönen und abgelegenen Tauchplatz zum anderen. Das bietet eine Tauchsafari. Dafür solltest du bereits etwa 50 Tauchgänge absolviert haben. Lass dir erklären, was du bei einem Notfall tun musst und lass dir die Erste-Hilfe-Ausrüstung zeigen. Wähle ein Tauchschiff, das mit einem ENOS-System ausgerüstet ist und lass dich in einem spezialisierten Reisebüro beraten. Beachte für deine Tauchferien diese drei Punkte. Erstens, lass dich vor der Abreise von einem Tauchmediziner untersuchen. Zweitens, informiere dich gründlich über Reiseziel, Tauchbasis oder Tauchschiff. Drittens, tauche immer mit einem Buddy und mache vor jedem Tauchgang einen Partnercheck. Weitere Informationen bekommst du in jedem Tauchshop oder bei diesen Organisationen. Gut, Luft.